Servus und willkommen zu Scrap Mods Nummer 3, die Mod-Vorstellung auf meinem kleinen, feinen Kanal. Ich bin der Quacker oder auch Jack, nicht Playground. und zwar möchte ich heute euch die Mod Portal Blocks vorstellen von The Sin. Witzigerweise hat er in Steam gar keinen Namen, also der wird nicht angezeigt, nur sein Profilbild, aber wenn man bei ihm draufklickt und dann unter auch spielt auch unter oder wie dieser Quatsch da heißt, da steht dann noch ein paar weitere Namen, unter anderem The Sin ein paar Mal und deshalb heißt dieser Kollege für mich The Sin. Er hat aus Portal die Böden und die Wände sich geschnappt und als Blöcke realisiert. Finde ich recht cool. Kann man nochmal ein paar tolle Böden hier verwenden. Vor allem dieser Metallblock, Metallboden, sage ich jetzt mal. Es sind insgesamt 8 neue Blöcke, die wir hier dazu kriegen. Tada, da habe ich sie. Die ersten 4 Blöcke sind die gleichen. Wobei hier sich das unterscheidet mit der Strichrichtung. Die ersten 2 Blöcke. Ich kann es ja hier mal hinmachen. Die ersten 2 Blöcke. Da ist der Strich hier nach unten. Das sind die kleinen. Das sind die größeren. Und da geht der Strich. Also da ist der Länge nach hier, sage ich jetzt mal, nach unten. Und hier haben wir das dann seitlich. Damit man sich das auch raussuchen kann. Denn Blöcke kann man ja insofern nicht drehen. Das hat er gut gemacht, das gefällt mir. Dann haben wir hier noch die schwarzen, die immer mal wieder so eine kleine Abnutzungserscheinung haben. Ist auch cool. Und die gibt es auch noch in einer größeren Variante. Und dann haben wir noch die kleinen hier. Die gibt es natürlich auch noch in einer größeren Variante. Anpinseln lässt sich das Ganze natürlich auch. Das könnten wir jetzt auch weiß machen. Ganz cool gemacht ist das mit gerade mit diesen Abnutzungserscheinungen dann, dass das so grau bleibt. Das hat er echt gut gemacht. Egal in welcher Farbe. Wir haben das so in diesem Grau. Und es sticht ziemlich heraus. Das ist sehr gut gelungen. In jeglicher Farbe können wir das jetzt hier anpinseln. Kommt gut rüber, definitiv. Hier durchgehen natürlich. Seht ihr, wie sich die doch stark verändern. Aber die Abnutzungserscheinungen bleiben überall drauf. Das ist natürlich sehr cool. Gut, das wäre schon gewesen von seiner Mod. Portal Blocks, wenn euch das gefällt, wenn ihr eine Testkammer zum Beispiel nachbauen wollt, ist es natürlich genial. Weil dann kriegt ihr genau den Look hin. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zur Mod und Ende des Monats gibt es dann die Wahl zur Mod des Monats. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!